Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Super Smash Bros. Brawl. Es ist endlich soweit. Die Super- und Bombenfabrik ist total explodiert worden. Alle Helden haben sich im letzten Part getroffen und sind nun soweit, in den Subraum einzutreten. Denn wir sind jetzt im Eingang zum Subraum. Es ist soweit, so langsam beginnt das große Finale in diesem Spiel. Und man sieht, was hier rauskommt. Da stand vor die Insel mit der Subraum-Bombenfabrik. Und jetzt kommt da diese Riesenmaschine raus. Und wir sehen gleich, was das Ding alles kann. Und gibt's doch zu, die Bildschirmqualität ist jetzt auch ein bisschen besser geworden, kann das sein? Es ist nicht mehr so ganz schief. Kleines bisschen schief ist es noch, muss ich sagen. Kann ich jetzt nicht verändern, aber na gut. Bowser und Ganondorf sind jetzt hier die Oberbosse. Doch, es sind natürlich welche, die ihn an den Kragen wollten. Da hinten kommt das Schlachtschiff Halbert. Doch, die können natürlich angreifen. Und wir düsen immer noch frontal rauf. Werden leicht getroffen. Angeschlagen. Doch, jetzt einmal mittendurch. Das Schiff ist zerstört. Doch, jetzt geht der wahre Plan erst richtig auf. Vier Raumschiffe auf den Weg in den Subraum. Wer ist da noch gehindert? Kommen Sie vorbei. Die düsen alle los. Unimas Rakete, Big Blue, das Schiff von Falco und Fox. Und noch ein Schiff, aber es fehlt da noch was. Kirby. Und dieser Dragon. Mitten durchs Schiff, in einem einzigen Zug und alles explodiert. Ganondorf und Bowser nehmen den Rückzug in den Subraum auf. Der Rest kommt in den Subraum rein. Eins dieser Frachtschiffe oder dieser Raumschiffe habe ich jetzt nicht erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, welches das war. Jedenfalls sind die Lautstärke jetzt auch endlich ab. Ich hoffe, man hat mich gut verstehen können. Unsere Helden sind jetzt allesamt im Subraum. Alle, die wir bis jetzt freispielen konnten, sind hier. Und stellen sich der Gefahr in dieser Dunkelheit. Wir können jetzt wählen. Aus, wie viel sind das? 7 mal 3 sind 21. 25 Leute sind das hier. Wir nehmen natürlich Falco. Danach kommt Fox. Mit wem kann ich denn noch gut umgehen? Wen mag ich denn gerne? Im Internet nehme ich auch nochmal und ich nehme nochmal Lucario, weil er cool ist. Gut. So kann's losgehen. Im Eingang zum Subraum. Und sobald wir diesen Subraum hier abgeschlossen haben, kommt es zum großen Labyrinth. Und in dem Labyrinth wird es jetzt immer 15 Minuten Parts geben. Denn ich kann es ja nicht richtig abschließen. Also Stage gemeistert gibt es da jetzt nicht mehr. Los, nochmal groß nicht. Da gibt es kein Stage gemeistert mehr, das heißt, da gibt es nur 15 Minuten Part, wie schon gesagt. Und dann werden wir das große Labyrinth irgendwann abschließen, ich weiß nicht wann genau. Und dann, ja, ist das Let's Play schon fast vorbei. Gut. Aber ich möchte natürlich immer, das mache ich jetzt in jedem Let's Play, eine kleine Special-Runde machen. In Mario Kart 7 war es in diesem Fall die zwei Special Parts mit den Wettbewerben, wo man nur auf ein gewisses Item zugreifen konnte. In Pilot Wings Resort habe ich dann nochmal eine Mission in der Plattentasse kurz gemacht, um ein bisschen zu reden. Es wird natürlich auch hier ein kleines Special geben. Aber na gut, das ist richtig kein richtiges Special. Wir wollen die Hauptstory richtig beenden, so dass es auch Sinn macht, sie zu beenden. Denn wir haben ja auch nicht alle Charaktere freigespielt am Ende. Ja, jetzt habe ich schon gleich ein bisschen verraten, was das soll. Wir werden es hoffentlich in einem Part schaffen. Mal sehen. Gut. Ich hoffe, den letzten Part konnte ich ohne irgendwelche Probleme hochladen. Denn der war ja 20 Minuten lang. Also, das ist schon eine ganze Länge. So, dich mache ich jetzt erstmal fertig. So lange es geht. Und mal sehen. Denn ich habe vor, heute, es ist glaube ich der 26.8. Oder ist es schon der 27.? Ich muss immer aufs Datum gucken. Ich will heute versuchen, das Let's Play zu beenden. Weil ich es kann. Mal sehen, ob ich das schaffe. Weil ich einfach extrem Bock habe. Aber auch extrem Bock habe, dieses LP zu beenden erstmal. Und dann mal nachzugucken, was sich dann in der Zukunft machen lässt.
Nein, Mist, jetzt ist mein Hammerstiel weg hier. Lass mich doch in Ruhe. Aua. Ja, jedenfalls ist ja im Moment so, dass wir hier nur ein paar pro Tag haben. Aber wir haben schon lange kein neues Projekt mehr angefangen. Und das wird jetzt langsam mal wieder Zeit. Stirb doch endlich. Geht doch. So, dich nehme ich mit dir. 124% Schaden. Hilfe. Ach du Schande. Geht das Ganze nochmal los. Jetzt könnte es heftig werden. Die sind stark. Und Akku sind die auch noch. Nein. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass sowas passiert. Ja klar, der verkriegt sich sofort wieder. So. Rache. Rache für mein Vollfranko. Gleich wieder zerstört. So, am besten hier bleiben, denn die kommen da nicht rüber. So. Ende. Nur 11%, das hätte ich mit Falco auch schaffen können, Mensch. Das war ja meine mickrige Leistung. Oh. Dunkelheit. So, dann geht's hier weiter. Oha. Bowser und Ganondorf, die ja schon weit vorgedrungen sind. Doch Ganondorf will seinen Ruhm alleine haben. Und Bowser ist in der Statue. Dirk kommt in die Schrottpresse. Die sind jetzt an der Spitze. Und erwarten ihren Meister. Die Meisterhand. Doch es ist nicht wirklich der Meister, denn sie wird gezogen bzw. manipuliert. Doch von wem? Wer halt ist der eigentliche Drahtzieher des Ganzen? Er ist da oben. Tabu. Ganondorf greift an, doch kann das sofort vergessen. Er reißt die Meisterhand mit und wird sofort zur Trophäe. Die verletzte Meisterhand versucht aber jetzt den Gegenangriff. Doch selbst die Meisterhand kann hier nichts machen. Doch jetzt stoßen wir dazu. Was haben wir noch für eine Chance? Eigentlich keine. Denn jetzt greift er an. Seine stärkste Attacke ist eine Schockwelle. Er erwischt uns alle. Und wir werden alle zu Trophäen. Doch wer soll uns helfen? Wer soll uns alle wieder erwecken? Wenn wir alle Statuen sind. Es gibt noch welche, die können noch gerettet werden. Doch irgendwas müssen wir noch gegen Tabu machen. Er versammelt alle Orte, die vom Supram erfasst worden sind. Um sich herum. Es sind ganz schön viele. Manche Orte kenne ich gar nicht. Und um ihn zu erreichen, müssen wir durch dieses Labyrinth. Durch die ganzen Welten nochmal, die vom Supram erfasst worden sind. Und ja. Das war's mit diesem spannenden Part. Wie wird's weitergehen? Seid im nächsten Part in jedem Fall dabei. Ihr seht, es ist kein Ort mehr zu erreichen, weil wir keinen Charakter mehr haben, mit dem wir hier überhaupt laufen können. Seid unbedingt dabei. 64% sind schon fertig. Es fehlen nicht mehr viel. Bis dann und auf Wiedersehen.